So, Balrog. Also dich würde ich gerne hier positionieren. Also man kann sich hier hinstellen, der kommt ja zu einem gelaufen, dann hat man ungefähr so eine Positionierung von dem, wo er denn steht, weil der ist ja nicht beweglich im Kampf. Und ich habe ich deswegen, weil ich mich dann hier verstecken kann vor diesem Flammen, nachfüllen kann. Und da sind wir reingefallen, verdammt. Zu nah dran gestanden, hat er uns reingedrückt in die Lava. Und der größte, wie soll ich sagen, der größte Gegner bei diesem Boss ist die Lava. Leider. Also Gravity sozusagen. Die Schwerkraft ist der größte Gegner, der dich in die Lava zieht. Weil die dich in die Lava zieht. Aber wir haben ja oben direkt einen Bonfire, alles kein Problem. So, machen wir den. Ja. Auf was ist eigentlich unser Schwert? Plus 8 schon. Ich habe ja die Variabilität mit den Lightning Spears und den Emit Force. Und die habe ich nicht genutzt, weil ich bin, obwohl er Feuer gespuckt hat, wieder auf Nahkampf gegangen. Also quasi mein Fehler. Dabei habe ich ja eigentlich die Möglichkeit, das einzusetzen. Also warum setze ich es nicht ein? Das ist die Frage. So, und wenn wir jetzt reingehen, dann kommt natürlich die Szene nicht mehr, sondern er steht direkt hier. Also er taucht da auf, wo wir sind. Quasi hier. Hier hätte ich ihn gern. Umschwenken, das Target nehmen. Okay, alles gut. Zwei Schlücke nehmen. So. Ich hätte den gern hier wieder. Schon. So, was ich jetzt aber noch mal. Der ist down. Ja, der ist wirklich nicht schwer, ich bin halt, der hat mich irgendwie Lava gedrückt. Dummerweise. Und das ist halt das, also was halt wirklich blöd ist, ist halt, dass erstmal hier dieses Loch ist auch sehr beliebt, um reinzufallen. Zweitens halt die Lava. Mich halt mit seinem Kopf da reingedrückt und ja. Hier ist übrigens noch ein Sublime Bone Dust drin, damit bringen wir unser erstes Flask auf plus 5. Ja, weiter geht auch nicht, damit ist es.
das stärkste wo geht, quasi. Hier kann ich mir vorstellen, dass hier ein DLC reinkommt. Das nächste kann ich mir ganz gut vorstellen. So. Und zurück nach Majula. Machen wir mal wieder ein paar Seelen zum Ausgeben. Und vor allem auch Ladsteine in den Charts, und damit können wir uns um unser Priestschein kümmern. Wir haben jetzt drei große Seelen, das heißt, eine fehlt noch. Priestschein. Yep. Proceed, it is the only choice left to you. Proceed, the only choice left to you, genau. Immer noch nicht. So. Da habe ich gesagt, bleiben wir erstmal bei 26. Da kriegen wir dazu. Und Attunement. Ja, Attunement brauchen wir auch. Eigentlich noch nicht, und dann würde ich gerne Jones und Vega. So. 11.000 haben wir noch. Ich guck mal ganz kurz, was für Resins wir noch haben. Okay. Jetzt burn ich erstmal Sublime Bone Dust. So, plus 5. Alles cool. Zwei Sachen würde ich jetzt aber erst gerne machen. Also ich besuche mal Macduff. Genau, Macduff für das Schild, weil das ist leichter. Das gibt uns dann wieder mehr Möglichkeiten. Das ist Schild. Der verkauft auch die Ladsteine, hat Chance. So, die Frage ist halt. Das ist auf plus 8. Ich brauche jetzt eine Waffe, die nicht infused ist, aber. Aufgelöffelt habe ich nicht. Das ist natürlich blöd. Fire Longsword, das ist infused. Skimitar, Black Steel Katana. Wie viel habe ich denn noch hier? Am besten eine Waffe, die ich ganz durchschleife, dass ich quasi eine reine physische habe. Da habe ich aber jetzt noch keine zur Verfügung, oder? Hammer ist dann. So ein Greatsword. Dafür brauche ich Twinkling. Wir werden nichts in die Armor stecken. Aber es hat auch Deckscaling. Okay. Das ist der Winged Spear, den wir in Fuse gefunden haben. Also ich hätte gern etwas, was ich mit Feuer infusen kann. Also das heißt infusen, wo ich generell so Resins drauf machen kann, damit ich dann auch variabler bin. Und wo ich auch gerne eine Feuerwaffe hätte und die wir sogar finden. Okay, das heißt, wir nehmen die Feuerwaffe dann. So, müssen wir mal gucken.
Und genau, jetzt würde ich gern das eine Bonfire holen, bevor ich eine Pause mache. Also das Bonfire, wo es dann zu dem nächsten Bell Tower geht. Obwohl, hier kann ich jetzt auch die verwenden. Das Fernglas wieder reinmachen. Versuchen, die Schildkröte da zu treffen. Und jetzt haben wir auch so eine geile blaue Spiegelung drin. Von der Faustor. So, zu kostenlosen Seelen sage ich natürlich nie nein. Ist ja logisch. Was gibt her die Seelen? Ich glaube, ich habe noch nie gegen die gekämpft. Nicht, dass ich wüsste, sonst ist das Bonfire. Und porten uns zum ersten Bonfire. Und holen uns das Item, was da so crazy in dem Feuer lag. Das ist nämlich auch ein Schlüssel. Dann müssen wir wieder gegen 4 Leute kämpfen. Das machen wir aber. Kein Problem. Kein Problem. Das ist mal eins. Komm, komm, komm. Die werden zum Glück so gepoist, wenn ich die schlage. Das heißt, wir müssen nur einem ausweichen und dann können wir währenddessen wenigstens nicht angreifen. Die schlagen so schnell zu, dass sie überhaupt nicht dazu kommen, mich anzugreifen. Den hole ich aber raus. Da ist jetzt nämlich das Feuer aus und da können wir jetzt ganz einfach das Item holen. Nein! Ah, doch. Alumni Town. So. Come to me, Bro. So. Iron Key. Gucken wir mal, was für ein Schlüssel ist und vorher, ich habe eigentlich keine Tür mehr gesehen, was der Schlüssel eigentlich gut ist. Key to the Iron Door of the Iron Keep. The old Iron King's castle sunk into a lake of fire, weighed down by the castle's iron and the burden of the king's conceit. Genau. Over the ages, the iron was stripped from the castle by opportunistic passers-by. Genau. Richtig. Also Leute haben hier auch einfach mal so Eisen mitgenommen. Man gibt ja genug, ne? Brauchen die eh nicht mehr. Deswegen kannst du mitnehmen. Und jetzt begeben wir uns mal zum Magic Water für Lana 4. Aber zuerst mal. Hier. War zu schnell. Ja, ist jetzt zu langsam. Wird eigentlich parryen, aber da muss man so ein bisschen Übung drin aufbauen, dann geht es. Well, where have you been? Talk. Achso, haben wir schon gesprochen? Ja, wollte ich schon. Nein, bei Item. Ja. Hier, wie gesagt, Justice ist gut, weil die Schuhe reduzieren Fallschaden und die Roben nullifizieren, also nullen quasi Critical Hits. Das sind außerdem, du bist nicht mehr backstabbar, wie ich mal gesagt habe, damit. Das heißt, du kannst keine Backstabs mehr kriegen, was ziemlich genial ist. So auch vielleicht ganz gut gebrauchen könnten. 6 Stück, genau. Ja.
Ach so, wenn wir das alles schon gekauft haben, können wir es auch noch kaufen. Von dem bekommen wir auch einen Ring, deswegen müssen wir so Geld ausgeben. So, der hat auch noch so ein Feuer gebaut. Und jetzt sprechen wir mit ihm. Jetzt schenkt er uns was, und zwar den Covetous Gold Serpent Ring plus 1. Wir haben gerade den plus 0 gefunden. Okay. So. Plus 5 macht uns fast wieder voll. Und ich würde gerne einmal ganz kurz und der dann noch. Da haben wir geparried. Genau, das ist quasi das Reposten von Dark Souls 1. Hab ich jetzt extra ein Parry Shield für genommen. Buckler. Da sind die Parry-Frames größer als beim normalen Schild, was ich gerade hatte. Ah, das war aber ganz gut getimed eigentlich. Das geht super mit dem Buckler. So, haben wir auch noch umgenietet. Einfach nur um mal ein bisschen Parry zu machen. Jetzt brauchen wir auch das Dingstück gar nicht mehr. Jetzt haben wir das. Macht auch 100%. Aber ist mit normalen Charts upgradebar. So. War nutzlos? Okay. So, jetzt gehen wir zurück nach Majula. Haben hier nämlich alles soweit eingesammelt. Außer die Dinger in dem Lava, aber da müssen wir warten, bis wir den Spell Flash Sweat kriegen. Genau, hiermit geht es halt nicht so einfach. Genau, wir gucken uns mal ganz kurz noch die Rüstung an. What the? Die ist gar nicht so viel schlechter, aber deutlich leichter. Genau, und dann war es erstmal mit der Session und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Tagster.